nächsten zwei Tage. Sehr spannend mit euch verschiedenste Szenen, verschiedenste Motive und so weiter und so fort für die Saison zu entwickeln. Wir von Success werden versuchen, quasi euch ein kleines bisschen an die Hand zu nehmen. Wir sind also heute und morgen Sklaventreiber, wir sind aber auch Entertainer, versuchen euch irgendwie die nächsten zwei Tage so locker als möglich zu gestalten und hoffen natürlich, dass wir geile Motive erzeugen. Ich glaube, wir haben eine ganze Menge Ideen im Gepäck, die auch funktionieren werden. Ich wünsche euch viel Erfolg, uns viel Erfolg und einfach viel Spaß. Danke! Ja, wir hatten vorher nicht wirklich viele Berührungspunkte mit Handball, muss ich sagen. Und unsere gesamte Agentur hat die Spieler, aber natürlich auch die MT kennengelernt. Wir haben die Offenheit, die Herzlichkeit, das Persönliche, aber auch den starken Willen gespürt, der in diesem Verein schlummert. Und das wollten wir natürlich verarbeiten. Das ist in der gesamten Zusammenarbeit, hat das eigentlich auch unser Denken und unser Handeln geprägt. Wir wollen die Charaktereigenschaften der MT auf den Punkt bringen. Wir wollen versuchen, die Persönlichkeit des Vereins natürlich herauszuarbeiten, um dann das alles in Botschaften zu transportieren. Und da hat es uns natürlich geholfen, dass wir direkt mit den Spielern in den Kontakt kommen, dass wir natürlich mit dem Management, mit der Christine zusammenarbeiten konnten, dass sie uns auch sehr offen dargestellt haben, wo sie hinwollen, dass wir das alles verarbeitet haben. Und die Zusammenarbeit empfinden wir bisher als sehr, sehr offen, sehr sympathisch und sehr direkt, dass wir den richtigen Kern der MT herausarbeiten konnten, um ihn natürlich dann in die ganzen Medien, in die ganzen Kanäle einzubauen. Let's go.